Seid richtig krass drauf heute, ne? Hubertus landet mir in eine richtig geiler Bar. Ein bisschen noch! Also Leute, die Strategie geht auf. 110%. Ich liebe Barsche einfach, das sind so schöne Fische. Ja, er hat einen. Herzlich willkommen zu einer neuen und zu der ersten Folge in 2019 von Fishing King. Wir stehen hier heute zusammen mit dem lieben Carsten, sind hier im Saarland, bei Carsten hier am Hausboot. Das ist sein eigener Hafen hier, richtig? Ja, der Zwoothafen. Der Zwoothafen, Spaß beiseite. Ja, Carsten wird uns so das zweite Mal guiden. Letztes Jahr 2018 waren wir das erste Mal hier. Aber ihr habt mich hier eingeladen, das muss man auch sagen. Das zweite Mal, dass ich überhaupt hier bin. Deshalb, was heißt guiden, ne? Aber ich bin gespannt auf alle Fälle. Genau, und unser Ziel heute ist, es wird einfach ein cooler Vlog. Sören ist mit am Start. Sören ist Verstärkung bei uns ab April, richtig? Ja, richtig. Aber ist schon mal so ein bisschen Teilzeit mit am Start, vor allem wenn es ums Angeln geht. Ja, dann bringen wir schon mal ein bisschen bei, woher der kommt. Ein Wikinger. Ja, halb Wikinger, halb Polar. Franzi ist wie immer dabei. Ja. Sie kümmert sich heute hier um die Hechte voraussichtlich nach. Und Patches sind natürlich am Start. Patches! Ich schon gesagt, es ist Premiere in 2019, das erste Video. Es ist doppelte Premiere. Warum? Weil wir sind alle noch leicht verkatert. Außer ich, hallo. Außer Carsten, ich bin fit. Dem müssen wir gleich erstmal ein paar Bier geben, dass er überhaupt bei uns mithalten kann heute. Wir sind gestern nämlich beim Neujahrsempfang vom Fischereiverband Saar eingeladen gewesen. Daher nochmal ein schönes Dankeschön an das ganze Team vom Fischereiverband Saar. War ein toller Abend, feuchtfröhlich, ging noch relativ lang bis in die Morgenstunden. Das heißt, nimmst uns nicht übel, vor allem dem Sören nicht, wenn das zwischendurch mal durchkommt. Und wir teilen uns auf. Patches fängt an mit, die kriegt die Welsroute. Franzi, Hecht. Sören, was machst du? Zander mach ich. Carsten, du? Ich fange an mit Barsch, dicke Kirschen. Und ich werde schöne Rapfen fangen. Da hat der Carsten sich gerade erstmal darüber beschwert, warum ich denn hier Rapfen fange, wenn hier dicke Barsche stehen. Rapfen sind schöne Fische, aber sowas fängt man im Sommer. Hallo? Ja, ist mir egal. Ich fange sie auch gerne im Winter. Und ja. Und was fange ich? Eugen. Große Döbel. Wenn der Carsten seinen Barsch hat, ich meinen Rapfen, der Sören sein Zander. Dann fahren wir nach Hause, ne? Die Franzi in Hecht hat. Welches ein Wels. Welches ein Wels. Ja. Dann darfst du dann mal darf ich auch mal auswerfen. Dann darfst du mal auswerfen. Also so wahrscheinlich in der Dreiviertelstunde. Ja. Fäuste zusammen. Okay. Let's go. Wir machen die Sachen fertig. Und ganz wichtig noch. Ist nicht wichtig. Das ist so ein bisschen Hundefutter mit drin verarbeitet? Nein, nur Salz, Frohlich. Knoblauch, Schrimpöl. Ein bisschen Frohlich. Aminosäure, ne? Er ist ein Sportler. Die riecht das und die geht ja eigentlich nur dahin, was gut ist, Carsten. Ja. Und durch die Tasche. Durch die Tasche durchgerochen. Die will den Dösen. Die sind komplett durcheinander. Get the Wilson! Kumpel von dir hat einen Schein gemacht? Ja genau, mein Kumpel hat einen Schein hier im Saal, also wollte den Angelschein machen und war halt ein bisschen gehemmt dadurch, dass von der Zeit her beruflich immer lang gearbeitet, viele Überstunden. Und ja, ihm gefiel es dann halt, ich habe das im Internet halt gesehen, was du da gemacht hast, fand das richtig cool, hab den das natürlich direkt erklärt und direkt angemeldet und hat das Ding durchgezogen. Bekam sogar noch am Samstag nach abgeschlossener Prüfung, bestandener Prüfung, direkt seinen Angelschein. Musste nicht bis montags warten für auf die Behörde und konnte dann direkt mit uns losziehen. Also echt eine coole Nummer. Hammer. Und sehr der ist gut. Begeistert vom Online-Kurs. Er ist sehr begeistert. Hammer. Es ist sehr gut erklärt alles. Wie das erklärt ist mit Bildern und alles. Es ist wirklich super gemacht. Also großes Lob. Danke fürs Feedback, Benny. Gerne. Sowas hat uns gefehlt. Hammer. Super. So, wisst ihr was, Leute?
Das ist einfach real, weil, Benni, ihr seid durch Zufall ja gerade hier vorbeigekommen. Ihr habt den Carsten. Habt ihr Instagram von mir gesehen? Das ist Natürlich haben wir Instagram gesehen. Ich habe eine Mission, ich will meinen ersten 2019er Fisch fangen. Und die, muss die Mission jetzt haben wir auch, oder die hast Mission du schon gefangen? Haben wir auch. Ja, ich habe gerade 2 Stück gefangen, Carsten. Als das hier stimmt. Franzi, du hast die auf Instagram bei uns drauf, ne? Ja, klar. Ja. Insta-Story. Du bist gerade noch die Story am Hochladen, ne? Ja, genau. Aber zeigen wir jetzt nicht, müsst ihr Instagram gucken. Die Wirbelfliege, die Fischweise. Okay. Ich hoffe, der Eugen kommt jetzt gleich mal von der Toilette. Der ist da hinten ins Brauhaus. Ja. Der ist ja schon ziemlich lange. Fisch gefangen. Unser Ziel ist jetzt, die beste Zeit zu nutzen. Wir haben noch eine Stunde, Leute. Franz, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Und das Erste, was wir brauchen, Leute, ist jetzt nochmal alles. Ich will keine 100%, ich will 110%. Könnte jederzeit der Biss kommen. Der einzige Biss des Tages. Ruhe bitte. Hey. Das ist jetzt mein purer Ernst. Es geht die ganze Zeit schon so. Stehen hier einfach die ganze Zeit und sind sich gegenseitig am Motivieren. Wir haben jetzt 3 Stunden gefischt. Die Motivation, ich habe das gemerkt, bei Sören, bei dir vor allem. Du hängst nur. Wie ist die Taktik? Wir gehen jetzt rüber. Wir fischen ein wenig in der Nähe der Stege. Und zwar werde ich mit Dropshot fischen. Einer wird weiter auf Hecht schleppen. Sören, im dicken Boot. Ja, mit dem dicken Teil. Ja, mit dem Bellyboot. Er sagt schleppen. Schön. Und hier das Boot. Und hier das graue Boot. Princess. Carsten, was wirst du abdecken? Du wirst auf Barsch gehen, richtig? Ich probiere noch ein bisschen auf Barsch, aber ansonsten auch. Carsten, du dann am Anfang jetzt Barsch. Womit? So haben wir 4 verschiedene Techniken, Farben, Größen und gucken dann, was läuft. Okay. Und nein. Das Wichtigste nochmal. Hey, nein, Patchy. Pass ganz genau auf, Patches. Das ist die Masterstrategie. Danach fahren wir was essen. Lasst uns die Hechte Zander Barsch rausholen. Auf zu den Hechten. Unter diesem Baum vermute ich ein Hecht. Und ich leier jetzt einfach ein. Das ist meine Lieblingstaktik, wenn es kalt ist im Winter. Mhm. Auf die Hechtis. Was da gut funktioniert, ist halt dann langsam laufende Jerkbaits. Im Flachen auch Swimbaits, meiner Meinung nach. Super. Ja, funktioniert sehr gut, wenn es nicht zu tief ist. Oder halt Gummifische, so wie den hier. Ganz leicht. Ich habe gleich sogar, mache ich einen ohne Kopf drauf, nur mit 5 Gramm sogar. Und einfach nur einleiern. Hubertus landet mir in eine richtig geiler Bar. Ein bisschen noch! Knapp 34. Strategie geht auf. 110%. Die Taktik. Kugelrutzen. Ne? Das ist ein kleinerer natürlich. Ich liebe Barsche einfach. Das sind so schöne Fische. Good job, Carsten. Wissen wir das Spiel? Immer wenn ich weg bin, weißt du? Wir werden deine Köder jetzt passieren hier nach. Oh. Scheiße, du bist ja genau da an dem Seil. Boah, geiler Fisch. Oh. Guck mal, was ein schöner Barsch, ey, oder? Wow! Was ein geiler Barsch! 30, ne? 39. Ja, er hat einen. Jawoll! Schön fett. Alter. Nenn das Kind beim Namen! Der Wilson Retail Fiend! Wie hast du ihn gefangen, Carsten? Erzähl's. Retail? Ja. Retail. Verrat ganz kurze uns. Sprünge über Grund. Ne? Wir das heißt, sehr passiv und langsam gefischt. Sehr passiv. Nur 5 Gramm. Ja. Ne? 5 Gramm, 4 Inch. Ganz kurze Sprünge über Grund. Kurz ruhen lassen. Und dann hat er den Pam genommen. Und zack, genommen. Ne? Da war er drauf. Super. Und einfaches Angeln. Schön ist, ich habe ja auch direkt beim ersten Wurf direkt 2 Bisse bekommen. Direkt hinterher. Papapap. Und bei mir ebenfalls auf die Größe. Ich denke jetzt bei dem kalten Wasser passiv. Sören, du hast gerade auch einen Fisch gehabt, der hat den Schwanz abgebissen komplett, ne? Ja. Also jetzt geht's los. Jetzt ist die Zeit. Jetzt zählt's. Top Stelle hier.
bisschen, ist sogar der flachste Bereich. Geil, lass uns weitermachen. Ja. Route ein bisschen höher, dann merkst du die Bisse besser. Okay. Genau. Eine Kurbelumdrehung, absinken. Eine Kurbelumdrehung, schnelle Griff, etwas schneller. Nur eine Kurbelumdrehung, eine zackige. Route höher, dann merkst du die Bisse besser. Ja, den Fisch nochmal. Alles besser. Oh. Knappe 30, würde ich sagen. Carsten hat schon wieder ein. Kein schlechter. Also richtig Spaß. Gefallen? Guck mal, was eine Murmel. Wie geil. Richtig geiler Fisch. Ich hatte diese verdammte Dropshot-Offset-Montage und habe nur Fehlbisse. Carsten, ja, hier viel filigraner, das ist eine richtige Sparschule. Carsten, dein Rute ist jetzt mal gerade konfisziert worden, ne? Ja, der Sören ist auch wieder hier am Start, ne? Gleicher Spot, gleicher Köder, etwas größerer Fisch. Also geil. Unverschämt, der Carsten. Du wirst gefühlt, Carsten. Das ja, Carsten wird als erstes gefühlt. Patch is coming, get it! Go get it! Wow. Oh, das war's. Junge. Was ein geiles Ding. Mega. Mega geil. Sorry, wir haben keine Zeit. 41, mega, 41 cm. Also hier gehen jetzt erstmal die Credits, also Dankeschön an den Peter Schönfließ vom Fischereiverband Saar, sowie nochmal ans gesamte Team. Hier ist eigentlich ein Traum, hier zu angeln und nur dank dem Fischereiverband Saar bzw. Peter Schönfließ, vielen lieben Dank an dieser Stelle, dürfen wir hier das erleben. Das ist Wahnsinn. An der Stelle sage ich schon mal, bevor ich es vergesse, wir müssen schnell mal ein paar Grüße an den weltbesten Medienanwalt aus München schicken, an den Dr. Peter Reintke. Der hat bei uns letztes Jahr den Angelschein in München gemacht. Okay, cool. Und ich habe einfach aus Spaß gesagt, der kriegt mal ein paar Grüße, weil das ein geiler Typ ist. Also ja, wenn du mal einen geilen Medienanwalt brauchst, oder auch du, Carsten. Ja, warum nicht, ja. Ja. Es passt zwar so gar nicht gerade, aber es muss halt irgendwo reingepackt werden. Carsten hat mir ja bewusst einen schlechten Offset-Haken gegeben. Dass ich da mit dem Dropshot... Das hast du aber später gemerkt, ne? Ja, Carsten, ich hab den ja beobachtet, ne? Wie der an einem Stein hing und den Haken stumpf gemacht hat. Genau. Deswegen hatte ich ja mehrere Fehlbisse. Aber jetzt hast du ja deine Montage gemacht. Jetzt machen wir doch mal Folgendes. Ne? Jetzt wechseln wir doch einfach mal die Routen. Was hältst du denn davon? Mal. Komm, Hubertus, das machen wir. Ja? Ich fisch jetzt mal deine dicke Schnur jetzt hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, wenn der jetzt einen Fisch jetzt vor mir fängt, bin ich mal gespannt. Dann habe ich es zu Recht verdient, dass ich hier demütig werde. Jetzt wird's spannend, ne? Stell dir mal vor, ich fange jetzt einen vor dir. Ja. Ist ein Anstieg. Guter. Ah, seht ihr, Leute? So sieht's nämlich aus. Mache ich hier mal drei Würfel mit dem schönen Wagen drauf. Boah, das ist ein guter. Ich würde. Ja. Ja, das hast du gut gemacht mit meiner Route. Ja, vielen Dank, Carsten. So Leute, zum Abschluss hat der Carsten noch einen ganz besonderen Fang gemacht. Und zwar hat er einen gelben Gummifisch gefangen, um genau zu sein, einen Copito. Und das ist damals, als wir das letzte Mal hier geangelt haben, vor rund 7 Monaten im Sommer, weiß ich noch genau, ich stand da gegenüber auf der Seite, hab geworfen, hat einen Hänger, ist mir abgerissen alles. Und es ist genau den Draht habe ich noch selber mit dem Kupfergerät, um den zu befestigen. Vielen Dank dafür, Carsten. Ja, der sieht noch gut aus, den kann man wirklich noch fischen. Einmal sauber machen, ist auch noch original mein Vorfach dran. Danke, Carsten. Ne? Bitte. Das, kannst du drauf fängen, ne? Das ist nicht viel schlechter, wie das, was du eben drauf gemacht hast. Ist so, ne? Nicht viel unpassender. Nee, Quatsch. Seit 10 Minuten geht gar nichts mehr. Ja. Und es ist, seitdem es dunkel ist. Ja, Bart ist ein Augenräuber, manchmal hat man so eine Beißerei kurz vor der Dämmerung. Kurz vorm Dunkel werden und dann ist es auf einmal auch wie abgeschnitten. Das ist gerade passiert. Absolut. Daher würde ich auch sagen, machen jetzt noch gerade jeder 3 Würfe. Genau. Wenn da nichts geht, pack mal ein. Und dann werden wir eskalieren beim Essen. Oder? Genau, und dann sehen wir uns gleich im Brauhaus wieder. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil da werden wir richtig schön auf Carstens Nacken essen. Machen. Und wir werden den Tisch sowas von dermaßen vollstellen. Und dann wirst du mal sehen, was ein Wikinger alles verspeisen kann. Also
Das wird eine ordentliche Rechnung, da freue ich mich drauf und die Kein Zuschauer Problem. Können sich auch drauf freuen. Also in drei Würfe. Schreibt schon mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie hoch die Rechnung sein wird. A 100, 200 oder 300 Euro? Ja, cool. Guck mal. Wisst, was er könnte, ja? Ja, das geht doch nicht. Kein Sauber. Bei solch geilen Barschen. Also der Carsten ist heute in seinem Gönnermodus, wenn man 10 Barsche fängt, ja, mit Hilfe der Fishing King Crew. Zum Glück hat das Brauhaus zugehabt. Ja. Eigentlich muss jetzt in die Currybude gehen. Guck mal hier, was hier für Currywurst. Hoffentlich kostet hier mindestens 50 Euro eine Currywurst. Echt Zufall, ich bin mal gespannt, was für ein Laden das ist. Ja, ich komme jetzt heute da rein, der Hund ist drin, der Hund ist drin, hallo. Junge, ich habe gar keine Leine. Ganz wichtig, wir müssen den Eugen an die Leine nehmen, sonst kommen wir hier nicht rein. Der Wikinger findet jetzt gar nichts mehr lustig. Der braucht was zu essen, guck mal, der fällt vom Fleisch. Guck mal, wie der aussieht. Das ist jetzt so wie MTV Crabs, kommt rein in mein Haus. Ich zeig's euch. Ich lege jetzt geile Musik noch drüber. Kommt rein, also das ist der Willkommensbereich hier in unserem Fishing King Office Saarland. Das ist also unsere neue Geschäftsstelle. I mean, we were just sitting back, chopping it up. Wie gesagt, wir kommen gleich hier so eine kleine Bar. Hier werden wir gleich auch. So, der Tisch, wo ich halt Carsten gerne auch mal unsere Geschäftspartner, Gäste einladen. Preise sehen ganz so human aus. Also, wir werden uns wahrscheinlich das Fischduett nehmen, also Zander und Barsch. Auf einer Hummercremesoße. 20,50 Euro. Aber trotzdem, Leute, werden wir hier heute 200-300 Euro auf Carstens Nacken veressen. Ruhig. Also ich würde sagen, wir machen alle so ein 5-Gänge-Menü, oder? Soll ich bei Ihnen den Anfang machen? Ja, sehr gerne. Können Sie bei mir den Anfang machen? Bei meinem 5-Gang-Menü fangen wir gerne an mit dem marinierten Rote-Bete-Carpaccio als Zwischengericht. Das Bouquet vom Rapunzelsalat. Als Hauptgang hätte ich gern das gebratene Fischduett. Fischduett. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Das ist Fischduett vom Zander und Barsch an Hummercremesoße. Als Nachspeise die Orangen Grand Marnier Parfait. Ja, also das wäre erstmal für mich alles. Ich habe auch nicht so viel Hunger heute. Ich bitte das Rumsteak. Und vielleicht ein kleiner Salat noch als Vorspeise. Medium. Den Zwiebelkuchen als Vorspeise und das Schweinefilet. Ich hätte gerne auch den Zwiebelkuchen als Vorspeise. Das gebratene Fischduett als Hauptgericht, bitte. Ich hätte gerne erstmal Hummercremesuppe. Dann hätte ich gerne noch Steak vom Angus. Das hätte ich gerne noch. Ja, Medium. Immer Medium. Ist das schon alles, Klaus? Ja, das ist schon alles. Dankeschön. Ja. Das ist also ein schöner, passender Wort. Und eins möchte ich noch kurz sagen: den Charakter, den ihr gerade vom Eugen gesehen habt. Eugen ist ja Schauspieler. Kann ihm übrigens auch auf Instagram folgen. Und zwischendurch kommt halt mal ein Charakter von ihm durch. Und das war gerade einer der Charaktere, das war der Eugen. Also der hat nicht in Wirklichkeit einer dabei. Weil wir müssen das wirklich sagen, die Leute glauben sonst immer, dass der Eugen so drauf ist. Ne? Ja, wenn ihr immer alles reinschneidet. Ja? Ja, weil wir halt auch real sind. Wir machen ja immer ohne Schnitt das Video. Gerade merkt, sind endlich mal runtergekommen jetzt. Carsten ist mal auf dem Normalpegel, was die Stimmung angeht. War ein relativ anstrengender Tag mit dem Carsten, weil ihr habt ja gemerkt. Ich war ein bisschen drüber, ne? Du warst heute stark drüber heute. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du verkatert warst, dass es gestern lang war bei dir und dass ihr viel getrunken habt. Aber war wirklich ein schöner Tag mit dir, Carsten. Vielen Dank nochmal. Es war wirklich sehr geil, oder? Ich fand's auch sehr geil. Bis auf die letzten 3 Stunden. Die waren so semi. Nee, also. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst. Für mich geht es hier gerade gut, dann komme ich nach vorne und Bewirtungsbelag bräuchte ich noch. Ah, du hast außer deine EC-Karte nicht dabei, ne? Doch, habe ich. Ja, ich muss leider zahlen. Ne, Carsten, vielen Dank für das echt geile Essen. Ich habe zu danken, danke für den geilen Spot. Ja? Wurde jetzt übermorgen schwarz angegeben. Auf jeden Fall. Nein, das machen wir nicht. Die behalte ich hier in meinem Herzen. Genau. Also ich würde sagen, das riecht nach einer Fortsetzung. Schreibt in die Kommentare, wenn wir das fortsetzen sollen, wenn wir dieses Jahr nochmal im Sommer wiederkommen sollen. Und war, wie gesagt, cool. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt und folgt uns beiden natürlich auf Instagram. Sören, Faust drauf. Du Barschhunter. Und Carsten, du hast deinen Namen alle Ehre gemacht heute.
Barschkasten. Franzi, du auch? Ist leider fischlos geblieben. Egal, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Wir haben es probiert. Bam. Okay, also in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der war ein bisschen schwul. Also, ja, nochmal? Wir machen ihn wie Kinder. Tschau, sag ich. Nochmal tschau. Hab ich gesagt, du auch mal tschau? Tschö. Nee, mach deine Rolle bitte wieder. Welche denn? Joa, schönen Abend noch, ne? Tschö, bis zum nächsten Mal, ne? Wieder einschalten, wenn es heißt Fischen gegen Honduras. Tschüssi. 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 Hey.